Vielen Dank. In der Tagesordnung tauchen wir wieder ein Stück weiter vorne auf beim Tagesordnungspunkt 35. Dies ist ein Fraktionsantrag Bündnis 90 Die Grünen, Innenstadt in Dresden nach Corona dauerhaft stärken. Ich darf zunächst die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen um Einbringung bitten. Herr Löser wird das machen und in der Fraktionsrunde beginnt dann die Fraktion Dissidenten. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream. Innenstadt nach Corona, ich gebe es zu, es ist ein Stück weit schwierig, über dieses Thema zu sprechen, wenn man sich klar macht, was in unserer Welt passiert, dass in der Ukraine Städte zerbombt werden, Innenstädte zerstört werden. Und es lässt mich auch nicht unberührt, dass wir hier direkt neben der Erstaufnahmeeinrichtung sitzen. Aber irgendwie surrealerweise, unser Leben geht ja hier ganz normal weiter. Wir haben diesen Antrag bereits vor einem Jahr vorbereitet hier in einer Aktuellen Stunde. Wir haben Ihnen damals Bilder gezeigt zur Situation der Innenstadt oder Innenstadtleerstände in Dresden. Wir nehmen das Thema heute hier mit diesem Antrag auf. Es geht um die Frage, wie weiter mit der Innenstadt nach Corona. Das Thema des teilweisen Sterbens, Aussterbens von Innenstädten in Deutschland ist schon lange ein Thema, auch schon vor Corona. Der Deutsche Städtetag hat 2020 bereits mit dem Präsidenten Burkhard Jung, der Leipziger OB, dieses zum großen Thema gemacht. Das war in der ersten Corona-Welle. Wir sind jetzt mittlerweile in der sechsten. Das Thema ist aber älter, wenn man sich das anschaut, auch in Dresden. Es ist nicht ein Problem, was erst mit Corona aufgetreten ist, sondern wir haben schon lange Zeit in bestimmten Lagen große Probleme, die Innenstadt attraktiv zu halten. Das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen, mit der Verlagerung Onlinehandel durch Corona verstärkt. Wir haben große Ketten, wir haben große Einkaufszentren. Und all das führt dazu, dass auch in Dresden es Situationen gibt, die eben nicht so gut funktionieren. Und Innenstädte sind eben das Gesicht oder besser gesagt das Aushängeschild einer Stadt. Wenn wir Dresden anschauen, haben wir in der Nord-Süd-Verbindung vom Albertplatz zum Hauptbahnhof eigentlich eine ganz gute Situation, abgesehen von Hauptstraße, da gibt es eine Menge Leerstände mittlerweile, B-Lagen, Prager Straße, Rücklage, wo große Leerstände sind. Wir haben aber vor allen Dingen ein West-Ost- oder besser gesagt Postplatz, Pirnischer Platz-Problem, wo gerade an der Wilsdrufer Straße riesige Leerstände sind. Ein ganz trauriges Beispiel, auch die sehr renommierte Löwenapotheke, die nun auch leer steht. Nun ist die Attraktivität von Innenstädten nicht nur das Thema von Ladenleerständen, sondern es gehören sehr viele Faktoren dazu, die da eine Rolle spielen. Wir hatten vor zwei Wochen im Dresdner Rathaus einen Stadtkongress, da hatten wir Herrn Muß zu Gast, der ist Oberbürgermeister der Stadt Siegen, CDU-Bürgermeister, und hat uns erklärt, wie Siegen es geschafft hat, seine Innenstadt in den letzten 15 Jahren radikal umzubauen. Zum Beispiel haben die da die Sieg, und da war eine riesige Parkplatte drauf, das haben die abgerissen und den Fluss sozusagen renaturiert mit einer sehr schönen Treppenanlage. Sie haben die Universität in die Stadt zurückgeholt. Sie haben ganz hohe Maßstäbe angesetzt an gestalterische Kriterien bei Neubauten. Sie machen Wettbewerbe. Aufenthaltsqualität, sagt der Muß immer wieder, ist das große Thema. Und sie haben einen 70er-Jahre, nun ja, ich würde mal sagen Betonwürfel, Einkaufszentrum mitten in der Stadt gekauft, abgerissen und haben einen Park drauf angelegt. Das sind radikale Maßnahmen. In Dresden müssen wir natürlich schauen, was ist für uns wichtig. Ich glaube, das Thema Straßenverkehr spielt eine Rolle. Die große Meißner Straße, wir denken darüber nach, die Wilsdrufer Straße. Und vor allen Dingen war aber der Impuls, die Universität in die Stadt zu holen, glaube ich, einer, den wir uns genau anschauen müssen. Wir haben in Dresden die Universität recht abgeschottet oben. Sie hat im Prinzip keine Wirkung für die Stadt. Wenn wir mal nach Leipzig schauen mit dem Paulineum, da ist Leben in der Stadt, in der ehemaligen Universitätskirche, mit diesem Campus. Wenn wir nach Halle schauen, da ist Leben in der Stadt, auch durch junge Leute. Und die fehlen uns eben hier in der Innenstadt. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir auch Lagen beleben mit Frequenzbringern. Unter anderem müssen wir mit der Universität reden. Wir haben uns mit dem City Management zusammengesetzt und schlagen Ihnen ein paar Punkte vor, die auch aus diesen Gesprächen hervorgegangen sind. Lang- und kurzfristige Maßnahmen für den 26er Ring, angelehnt an die Landeskampagne Ab in die Mitte, hat das City Management angeregt, dass wir auch dies in Dresden hier versuchen, die Leute zurückzugewinnen für die Innenstadt. Wir schlagen vor ein aktives, kommunal unterstütztes Leerstandsmanagement.
Wir sehen, dass die Stadt was tut mit den Kunstschaufenstern, das ist gut. Auch die Unterstützung der Gastro durch Verzicht auf Gebühren, Außengastro ist gut. Bürgermeister Kühn arbeitet daran. Aber es muss vor allen Dingen auch um dauerhafte Aufenthaltsqualität gehen. Das heißt Straßengestaltung, Freiräume, Kinderfamilienfreundlichkeit, nicht kommerzielle Angebote. Wir brauchen eine lebendige Innenstadt und da haben wir noch eine ganze Menge zu leisten. Bei aktuellen Bauvorhaben sehen wir immer wieder, dass diese ganze Qualität der Platzgestaltung, der Straßengestaltung, der Qualität in der Innenstadt ein Problem ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen eine lebendige Innenstadt. Sie ist Ausdruck lebendiger Demokratie. Die Agoren, die Foren, die Stadtplätze waren immer der Platz des Lebens, der Platz der Civitas, der Bürger, der Demokratie. Wir glauben, die Stadtspitze muss das Thema zur Chefsache machen und jetzt handeln. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einbringung. In der Fraktionsrunde, Fraktion Dissidenten, kein Redebedarf, Freie Wähler, CDU-Fraktion. Grüne haben gerade gesprochen, AfD-Fraktion. Herr Vetterlein, bitte. Sehr geehrter Herr stellvertretender Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Innenstadt nach Corona dauerhaft stärken, Leerstand bekämpfen, Aufenthaltsqualität erhöhen, klingt erstmal gut und ist auch ganz wichtig nach 2 Jahren Pandemie. Ja, die Dresdner Innenstadt leert sich, heißt, dass vor allem kleine, inhabergeführte Geschäfte und Einrichtungen schließen, da sie keine Zukunftsperspektiven mehr sehen. Wie also wollen Sie den Leerstand bekämpfen? Was also wollen Sie tun bzw. machen? Sie wollen den Oberbürgermeister, also die Stadtverwaltung, wieder einmal beauftragen, etwas zu tun, was Sie selber nicht machen wollen oder können. Wollen somit die Gestaltungsmöglichkeit des Dresdner Stadtrates wieder einmal aus der Hand geben? Nach dem Motto, der Oberbürgermeister, also die Stadtverwaltung, möge doch mal etwas tun. Und wenn es dann nicht funktioniert, sind die dann wieder dran schuld und Sie können entsprechend kritisieren. Ganz toll. Zum einen möchte ich hier an dieser Stelle mal ausdrücklich die Stadtverwaltung und ganz besonders das Amt für Wirtschaftsförderung mit dem Herrn Dr. Franke an der Spitze loben, denn die sind es, die bereits aktiv sind und die zum Beispiel das Aussetzen der Gebühren für die Außengastronomie angekündigt haben. Zum anderen, werte Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, frage ich mich und frage ich Sie, sind Sie wirklich so ignorant, dass Sie bereits auf dem Tisch liegende konkrete Ideen und Vorschläge ignorieren und nicht bereit sind, diese gemeinsam umzusetzen? Wahrscheinlich liegt es daran, dass es nicht Ihre Ideen und Vorschläge sind. Ich darf daran erinnern, dass bereits zur Aktuellen Stunde zu diesem Thema, woraus ja sicher Ihr heutiger Antrag entstanden ist, sowohl meine Fraktion als auch Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen sowie auch die Vertreter der Handelsvereinigung und Gewerbeverbände nicht nur die Probleme angesprochen haben, sondern auch Lösungsvorschläge dazu unterbreitet haben. Zum Beispiel ist es das leidige Thema Parkgebühren, das viele Dresdner und Dresdnerinnen und Dresdner und Besucher unserer Stadt in die Einkaufszentren, in den Randgebiete zieht, weil da Parken kostenlos ist. Hinzu kommt, dass diese Einkaufszentren relativ staufrei zu erreichen sind und gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind. Dieses Problem für die Dresdner Innenstadt könnte man lösen durch ein Aussetzen der Parkgebührenerhöhung oder auch ein gebührenfreies Parken, zumindest zu bestimmten Zeiten und Anlässen. Auch könnte eine kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu diesen Zeiten und Anlässen hilfreich sein. Diesbezügliche Anträge haben Sie allerdings bisher konsequent abgelehnt. Weitere konkrete Vorschläge und Ideen waren und sind, dass man nachdenken sollte über Einkäufe zu ungewöhnlichen Zeiten, am späten Abend, am frühen Morgen, an einem besonderen Sonntag, verbunden mit besonderen Preis- oder Rabattaktionen und auch in Verbindung mit kulturellen Ereignissen und Veranstaltungen, Sonderöffnungszeiten für Museen und Ausstellungen in Verbindung mit Einkaufsvorteilen. Also alles Ansätze, über die man gemeinsam sprechen sollte, um diese entsprechend zu qualifizieren und umzusetzen. Sie aber wollen sich da raushalten. Der Oberbürgermeister sollte da mal was tun. Ich möchte an dieser Stelle erneut die Bereitschaft meiner Fraktion und auch meine ganz persönliche wiederholt erneuern, dass wir jederzeit und gern bereit sind, im Interesse der Dresdner Wirtschaft, im Interesse der Dresdnerinnen und Dresdner,
mit Ihnen allen gemeinsam zusammenzuarbeiten und die Dresdner Innenstadt dauerhaft zu stärken, den Leerstand zu bekämpfen und somit die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Mit einer Stärkung der Dresdner Innenstadt helfen wir der Dresdner Wirtschaft und nehmen somit auch den beschäftigten Menschen ihre Zukunftsängste. Ihren Antrag können wir somit allerdings nur ablehnen, da er zwar unkonkret ist und bereits vorliegende Vorschläge und Ideen ignoriert. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde Fraktion Die Linke und auf SPD-Fraktion. Dann zum Abschluss der Fraktionsrunde Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns in unserer letzten Fraktionssitzung ein bisschen über den Antrag noch mal gewundert. Wir haben uns den durchgelesen, haben darüber gesprochen und waren da teilweise in manchen Punkten ein bisschen irritiert. Und zwar geht es eigentlich bei der Einleitung los. Sie wünschen, dass die Stadtverwaltung zusammen mit Vertretern des Handels, vom City Management, also ich denke mal so in Richtung wahrscheinlich Handelsverband, DEHOGA, Tourismusverband, City Management, auseinandersetzen soll und dementsprechend Maßnahmen entwickeln soll zur Innenstadtbelebung. Nun haben diese soeben genannten Akteure ja schon mehrfach in zahlreichen Sitzungen, Statements, Kampagnen etc. einige Maßnahmen genannt, die sie gern hätten, die auch in anderen Städten, ich meine, man muss nicht immer nur Siegen als Beispiel nehmen, ich weiß nicht, ob eine 100.000 Einwohnerstadt mit Dresden sich so richtig vergleichen lässt, ich weiß es nicht. Ich fand auch den besagten Bürgermeister, den Sie erwähnt haben, witzig, der beim Städtetag in Erfurt auch was von einer autofreien Innenstadt erzählt hat, während sein Dienstwagen mit Chauffeur mit laufendem Motor direkt vor der Tür gewartet hat. So. Ich habe keinen Fahrer, ich fahre selber, weil ich es einfach gern mache. Ne? Deswegen parke ich halt ein Stück weiter weg. Aber zurück zum Thema. Es werden von diesen genannten Akteuren ja einige Maßnahmen immer vorgeschlagen. Das sind verkaufsoffene Sonntage, da sind moderate Parkgebühren ermöglichen vielfältigen Einpendelns, Park-and-Ride-Parkplätze kostenfrei am Stadtrand, da ist das Thema mehr Freiheiten für Gastronomie, für Handel, für Kultur, Schaffen von Möglichkeiten zum Genuss und Konsum, denn wenn Sie sich mal große Metropolen angucken, Städte angucken, wo sind die meisten Menschen? Dort, wo eben auch Konsum und Genuss ermöglicht wird und nicht dort, wo Askese stattfindet. Sie wollen den Leerstand der Innenstadt bekämpfen, das ist okay, aber vielleicht sollten Sie dann die Akteure, die Sie hier gerade als Partner einbinden wollen, nicht immer so oft vor den Kopf stoßen. Sie haben bei vielen Dingen mitgemacht, will ich gar nicht abstreiten, unseren Antrag zum Beispiel zum Thema Sondernutzung haben Sie mit unterstützt. Ich arbeite auch sehr gern mit dem Kollegen Schulze zusammen, wenn es darum geht, etwas für das Marktgeschehen, für die Eventkultur zu machen. Allerdings gibt es eben auch ein paar Punkte, wo Sie den Akteuren richtig vor den Kopf stoßen. Und Sie sagen, Sie wollen eine Kampagne schaffen, die heißt Ab in die Mitte. Oder schöne Kampagne, Leute, kommt in die Innenstadt. Gleichzeitig reden Sie aber viele Dinge in der Innenstadt immer schlecht, die eigentlich Besuchermagneten sind. Über den Postplatz. Ich stehe wahrscheinlich hier ziemlich alleine da, wenn ich sage, ich finde den Postplatz eigentlich recht gelungen, weil er endlich mal ein Platz ist und endlich mal ein Areal einfasst. Und seitdem wir dort Gastronomie haben, haben Sie mal versucht, dort in einer der gastronomischen Einrichtungen einen Tisch zu bekommen im Sommer an Freisitzen? Können Sie vergessen, dort ist immer voll. Und genauso die Käseglocke und der dortige Gastronom. Es wird allerdings in diesem Winter, nach jetzigem Stand, keine Außenveranstaltung geben. Und auch das ist ein Vorgang, den wir uns jetzt noch mal etwas genauer anschauen werden. Meine Bitte an Sie, stellen Sie nicht mehr solche Anträge, wo man mal gucken soll, mit Leuten reden soll, Ideen einsammeln soll und denen am Ende sowieso nicht zustimmt, sondern springen Sie mal bei dem einen oder anderen Punkt über den Schatten, stimmen Sie vielleicht doch mal dem einen oder anderen Antrag von uns etwas häufiger zu und dann klappt es auch mit der Belebung der Innenstadt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Maloney. Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von Herrn Schulze. Übernehmen Sie gleich das Schlusswort. Nee, Herr, es gibt noch weitere. Gut. Ich will jetzt die internen Befindlichkeiten dann nicht abmoderieren. Drei gewählte Grüne auf der Liste, alles klar, Herr Schulze beginnt. Ja, sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte. Ja, dass man sagt, natürlich jetzt hier der Meinung ist, dann, dass es andere Fraktionen gibt, dann, die es viel besser bringen und dass die natürlich dann die viel besseren Vorschläge in der Vergangenheit gemacht haben,
Das haben wir erwartet. Also von der Seite her, Ihre Redebeiträge waren jetzt nicht so direkt überraschend. Das, was sozusagen Herr Vetterlein gesagt hat, sind Einmaleffekte. Man macht mal irgendwie die eine Veranstaltung dann macht man eines Wochenende. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was sozusagen wirklich eine dauerhafte Belebung, die wir uns aber wünschen, tatsächlich bringen. Wir kennen aus der Vergangenheit dann die Unity Night. Wir kennen auch dann die eine oder andere Fashion Week, die man hier veranstaltet hat. Das waren alles gute und auch gut gemeinte Veranstaltungen, aber sie haben letzten Endes nicht verhindert, dass die Läden trotzdem geschlossen wurden und dass sozusagen sich trotzdem das Leben aus der Innenstadt zurückgezogen hat. Von der Seite her konnten wir auch dann ihrem grandiosen Antrag nicht wirklich sozusagen was abgewinnen. Und das ist einfach auch der Punkt dann, also dass, glaube ich, da ein anderer Maßstab von uns angesetzt wird, als den Sie angesetzt haben. Thema Parkgebühren. Wir wissen, wenn wir Parkgebühren sehr, sehr niedrig halten, holen wir uns eine ganze Menge Verkehr in die Innenstadt. Was macht eine Innenstadt? Sie haben es begriffen. Mensch, toll. Das heißt aber auch dann, dass natürlich mit viel Verkehr der Aufenthalt im öffentlichen Raum unattraktiv wird. Alle Städte, und da können Sie, sage ich mal, europaweit auch dann sich mal besuchen gehen, ob das Budapest ist, ob das Kopenhagen ist, ob das auch andere Städte sind, die sind genau dann attraktiv geworden, wenn die ihren Verkehr rausgenommen haben, wenn die dort Bäume in den öffentlichen Raum gepflanzt haben und wenn die letzten Endes auch wieder eine öffentliche Gastronomie, also eine Gastronomie im öffentlichen Raum zum Beispiel zugelassen haben und solche Dinge. Das ist das, was wir uns vorstellen. Was noch ein weiterer Frequenzbringer ist dann, das kann man zum Beispiel auch in Leipzig sehen. Dort werden Galerien oder auch an Vereine, Ladengeschäfte vermietet und das sind sozusagen die auch dann nach den Öffnungszeiten, an den Abenden, letzten Endes auch wieder Menschen nochmal in die Innenstadt reinholen, die dort entweder sich dann diese Veranstaltungen, ob das Vernissagen sind dann, ob das vielleicht auch kleine Theateraufführungen sind, dort anschauen und letzten Endes auch in diesen Zeiten, die sonst eben halt nicht genutzt werden, Menschen wieder dort reinbringen. Es wurde angesprochen dann das Thema Sonntagsöffnungszeiten. Wir sind mittlerweile so weit dann, dass wir wissen dann, dass es 2 Sonntagsöffnungen braucht im Jahr. Damit man sozusagen, und das ist auch das, was das Cine-Management, was der Handelsverband Sachsen mittlerweile auch sagt, was sozusagen noch was bringt. Alle anderen Ausweitungen, wenn wir auf diese 4 vollen Sonntage gehen, bringen für den einzelnen Händler oder auch für den Einkaufsmarkt nicht wirklich einen Mehrwert. Und das wissen Sie auch mittlerweile. Deswegen ist sozusagen dieser Vorschlag, mehr Sonntagsöffnung zu bringen, völlig destruktiv. Der kommt gar nicht mehr sozusagen bei den anderen, die Sie jetzt sozusagen hier gerne vertreten würden. Das ist ja die Aussage dann die Woche jetzt schon vom City Management, ja, von den City Managern dann, von Herrn Wolf dann, von Herrn Polkow dann auch letzten Endes haben. Die 2 Sonntage und gut. So, Verkehrsberuhigung bringt im öffentlichen Raum wieder Leben. Das, was wir sozusagen auch vorgeschlagen haben in dem Antrag, wenn Sie gesagt haben, Sie haben den gelesen, dann müssen Sie es ja sogar verstanden haben, ist dann, dass wir den wieder aufwerten wollen. Dass man ihn letzten Endes wieder gestaltet, dass man vielleicht auch mit Bänken, mit Bäumen dann, auch mit Beeten letzten Endes dann, auch gerne mit Hochbeeten erstmal, da wo versiegelt ist, ihn wieder aufwertet und damit natürlich einfach auch dann dieser Aufenthalt, den man dort bringen will, dann also eine längere Zeit dort mitbringen will. Eine wichtige Anregung ist auch nochmal aus den Gesprächen gewesen dann, dass man mit dem Fahrrad zum Beispiel bis vor die Geschäfte kommt und das Fahrrad auch dort an dieser Stelle anschließen kann. Das wird zum Beispiel dann von einigen, durchaus von City-Managern oder von den Senderbetreibern im Moment noch kritisiert dann oder sozusagen angeregt, dass man das machen kann. Und ich muss sagen, dann als Radfahrer, dann, wenn ich in die Innenstadt fahre, stelle ich auch fest, dann, ich muss es öfters irgendwie an einem Laternenmast anschließen. Dann. Ich wünsche mir da auch dann den einen oder anderen Fahrradbügel. Von der Seite haben wir an dieser Stelle dann, sag ich mal, durchaus sehr konkrete Vorschläge, auch wenn Sie die erstmal nicht sehen wollen, und bitten hier nochmal auch um die Zustimmung für unseren Antrag. Vielen Dank. Für die Fraktion Dissidenten, Herr Lichti, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, es ist gut, dass ich jetzt die Rede vom Herrn Schulze abgewartet habe, weil jetzt wird es mir klarer. Also ich habe das vorher auch schon vermutet, dass das wohl gemeint ist. Allerdings steht es in dem Antrag so nicht drin. Also ich verstehe ja, dass man sich bemüht, das Problem zu bearbeiten und das Problem zu lösen. Das haben ja auch schon andere Fraktionen getan. Ich glaube, die SPD hat auch mal einen Vorschlag gemacht in die Richtung. Und die Debatte ist ja auch in aller Munde. Und es ist dann leider wieder das passiert, was bei den Debatten immer passiert.
Die rechte Autofraktion hat sozusagen ihre alten Konzepte der 50er Jahre oder noch früher mal wieder vorgekramt. Also ich kann das einfach nicht mehr hören und ich frage mich, der Tellerrand, der ist wohl für Sie wirklich viel zu hoch. Ja? Also ich meine, wir haben es tausendmal schon, wenn Sie einfach mal, ich sage ja gar nicht Paris oder so, aber gucken Sie doch mal, was ist. Oder hier wurde das Beispiel Siegen genannt. Ich nenne mal eine andere Stadt, die vielleicht näher ist, Würzburg. Waren Sie mal in der Würzburger Innenstadt? Ja. Da ist mitten auf dem Markt, haben sie in den 70er Jahren eine tolle Tiefgarage gebaut. Die haben sie jetzt vor 5 oder 10 Jahren zugeschüttet und einen Platz draus gemacht. Ja, stehen auch schöne alte historische. Also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Debatten, die wir hier in Dresden noch führen, von Ihrer Seite aus führen, die sind absurd. Die sind total aus der Zeit gefallen und anachronistisch. Und Herr Hanig, da können Sie so schnell am Kopf aufstützen. Es ist trotzdem so. Aber es ist natürlich schon so, wenn man sich den Antrag anguckt, dann stellt er Fragen, aber er gibt keine Antworten. Und das ist halt doch dann bedauerlich und das fordert halt eben dann auch diese unsachliche Kritik, wie ich sie gerade beschrieben habe, raus. Ich habe vorhin von dem Thema gesprochen. Ja, lieber Thomas Löser, ja, das meine ich so. Was wir bräuchten, wäre sozusagen ein paar inspirierende Projekte, auch wenn es um Aufenthaltsqualität geht. Ich habe vorhin dazu gesprochen. Wenn ich jetzt einfach mal Ihren Punkt 1c rausnehme, ein aktiv kommunal unterstütztes Leerstandsmanagement zu entwickeln. Da hat jetzt Thorsten Schulze dazu was gesagt und ich ahne, in welche Richtung es möglicherweise gehen könnte. Aber ich meine, ganz konkret geht es doch darum, dass die Stadt eben so was macht, was du gerade beschrieben hast für Leipzig, dass eben im Grunde Mieten runtersubventioniert werden seitens der Stadt, um dort bestimmte öffentliche, soziale Nutzungen reinzubringen, die sich, sage ich mal, am normalen Markt das nicht leisten können. Und das ist natürlich schon die Frage auch der großen Vermieter, wie sie sich dort aufstellen. Und wenn sie dort sich aufstellen und sagen, naja, also wir wollen eigentlich jetzt das Größte rausholen, was dort geht, dann klappt es halt nicht. Aber dann, lieber Thomas Löser, dann schreib es doch rein. Dann schreib es doch rein. Also es gibt doch diese Vorschläge. Warum steht es dort nicht drin? Also ich frage mich mal ganz offen, wenn wir jetzt diesem Antrag zustimmen, was haben wir damit in der Sache gewonnen? Was soll die Stadt machen? Was sollen die Akteure machen? Wir setzen uns zusammen, wir reden miteinander und dann kommen wieder die üblichen Konfrontationen, wie wir sie hier auch gesehen haben, wieder raus. Also bitte, vielleicht habe ich es nicht verstanden, erklärt es mir nochmal. Ich halte diesen Antrag gut gemeint, aber für nutzlos. Sorry. Vielen Dank. Letzter Redner, den ich auf der Liste habe, ist Herr Löser. Herr Löser würde dann gleich das Schlusswort halten. Ja, Herr Erster Bürgermeister, vielen Dank. Also das ist ja wirklich spaßig, die Veranstaltung jetzt hier. Wenn ich jetzt mal so zusammenfassen darf, Kollege Lichti sitzt im Ausschuss, Herr Zastrow sitzt im Ausschuss, ich glaube auch die AfD sitzt im Bauausschuss. Und die Lesung des Antrags verlief so, dass ich den also vorstellte und dann wurde abgestimmt. Und jetzt kommen die alle hier ans Pult und erzählen, was man alles hätte in den Antrag reinschreiben müssen. Da frage ich mal, aha, also habe ich Ihnen irgendwie verboten, dass Sie zu dem Antrag Änderungsanträge einbringen und dass Sie sich irgendwie dazu inhaltlich äußern, außer jetzt hier vom Pult, dass Sie Ihre Ideen da einbringen. Und Herr Maloney, ich fange mal freundlich an, das war ja doch überwiegend freundlich, Ihr Statement, das habe ich ja auch so wahrgenommen. Und ich habe mich ein bisschen die ganze Zeit gewundert, warum die FDP eigentlich nicht so einen Antrag macht. Ich hätte von Ihrer Seite damit gerechnet. Und klar haben wir den dann aufgeschrieben, vor einem Jahr. Wir haben ihn vor einem Jahr aufgeschrieben, er ist jetzt dran, er ist ja nun auch schon sehr, sehr oft vertagt. Und wie gesagt, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Sie sich irgendwie qualifizierend eingebracht haben. Wir haben den Antrag so gefasst, dass er zustimmungsfähig ist, denn er beauftragt den OB genau mit den Vertretern, das auszuloten. Und hätte ich hier reingeschrieben, lieber Johannes, mach dies, mach das, mach das, hättest du oder irgendjemand anders hier vorne dann gesagt, naja, das ist ja ganz schön, aber jetzt forderst du die drei konkreten Sachen und das ist mir natürlich ein bisschen fett. Ich will darüber erst mal reden, da will ich erst mal ein bisschen beteiligen und sowas. Also macht euch bitte ein bisschen ehrlich in der Sache. Herr Maloney, ab in die Mitte, ja, das ist eine Kampagne. Ich glaube tatsächlich, dass wir nach Corona so etwas brauchen, dass wir sagen müssen, wir haben
zum Teil eine sehr schöne Innenstadt. Und Sie sitzen gerne auf dem Postplatz. Ich sitze auch gerne an anderen Stellen. Ich finde den Neumarkt schön. Ja, ich sitze auch an der Käseglocke natürlich. Aber ich nehme wahr, dass wir nach dieser harten Zeit noch nicht so richtig wieder aufgewacht sind als Stadt. Und ich finde so eine Kampagne zu sagen, wir haben eine Innenstadt, die nutzen wir. Und Herr Zastrow, ich warte ja auch auf Ihren Antrag zur Bespielung Augustusbrücke. Ne? Ich warte ja nun auch schon ein halbes Jahr drauf. Ich habe jetzt eine Anfrage gestellt, was die Verwaltung eigentlich damit macht, weil ich glaube, wir brauchen Attraktivierung. Wir müssen die Leute auch einladen zu kommen. Und es sind da auch eine ganze Menge sinnvolle Vorschläge möglich, die sich dann hier zusammenfinden. Und lieber Kollege von der AfD, also Sie sagen hier, das Thema ist wichtig, dann stellen Sie sich hier vorne hin, erzählen alles, was Sie dann machen würden, sagen mir, ich soll mit dem Geldkoffer rumgehen und das Problem mal selber lösen. Ich bin ja nicht der OB, der OB sitzt eigentlich hier vorne. Jetzt sitzt er gerade nicht hier, weil er woanders ist. Aber er hat dafür die Hosen an und er kann das eigentlich auch von selbst machen. Er könnte mal sagen, wie sieht denn seine Innenstadtstrategie aus? Was hat er denn vor die nächsten Jahre? Und es geht eben nicht nur um die paar Läden, die wir da wieder filmen müssen, sondern es geht wirklich um strukturelle Überlegungen, wie wir die Innenstadt dauerhaft attraktiv machen, und zwar für Dresdnerinnen und Dresdner und für die Touristen, die nach Dresden kommen. Und Sie nehmen das ja wahr, wir sind nicht mehr so eine tolle, attraktive Stadt. Wir wachsen seit Jahren nicht mehr. Leipzig tut das. Und wenn Sie in Leipzig unterwegs sind, dann sehen Sie ganz deutlich innerhalb von Sachsen mal den Unterschied, wie eine Innenstadt gut funktioniert. Nach meiner Wahrnehmung funktioniert sie in Leipzig gut und das hat Gründe. Und wie eben unsere Innenstadt zum Teil nicht funktioniert. Und da gibt es weltweit sehr viele, sehr gute Ansätze. Und wir wollen mit diesem Antrag, dass der OB, wen sollen wir denn sonst beauftragen, die relevanten Akteure da zusammenbringt. Das tut er auch zum Teil, das habe ich auch gesagt und ich habe es auch gelobt. Und aus diesem heraus uns dann Maßnahmen vorschlägt, die wir gut finden, die wir unterstützen. Denn das eine oder andere wird natürlich auch Geld kosten. Auch das ist ja klar. Insofern, ja, vielen Dank, dass Sie jetzt soweit waren, den Antrag dann gründlich gelesen zu haben, um uns dann wichtige Hinweise zu geben. Ich werbe nach wie vor dafür, dass wir diesen Antrag jetzt so beschließen, denn Sie, meine sehr verehrten Kollegen und Kolleginnen, haben ja nichts vorgelegt. Wir haben was vorgelegt. Vielen Dank. Vielen Dank für das Schlusswort, Herr Löser. Wir kommen damit zur Abstimmung. Ich rufe den Bericht des federführenden Ausschusses auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 39 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen eine Mehrheit bekommen.